Herzlich willkommen zurück zum Müffeln in Matjes im Tavernenmaster. Gleich am nächsten Tag beginnt, wollte ich sagen. Naja, erstmal DB. Naja, die kriegen wir schon abgewählt, siehst du genau. Ich wollte sagen, nicht so viel Gequatsche, gleich loslegen. Wir müssen hier noch ein Biesle. Ah, das kriegen wir wohl hin, oder? Hoffen wir mal. Das kriegen wir schon hin. Und ansonsten, das werden wir auch kriegen. Bediene 600, das dauert eine Weile, aber das ist insgesamt. Gut, dass ich Pause gedrückt habe. Ich hab da nämlich was vergessen. Und zwar die Suppen. Wir wollen alles ausmachen, außer Suppen. Könnte zwar sein, dass wir dadurch jetzt ein bisschen Minus machen, aber wir wollen ja auch mit den Punkten weiterkommen. Den gibt es hier nämlich nur Süppchen. Nichts anderes. Wie gesagt, wir haben alles ausgebaut. Wir müssen jetzt erstmal mit der normalen Forschung weitermachen. Wir haben hier eine Küche. Hier gibt es ja jetzt aus Suppe. Ja, aufgefüllt wurde alles. Diesmal haben wir auch nicht ganz so viele Ausgaben, aber da sind auch noch nicht die Abenteurer dabei. Die jetzt gürmen. Also ein paar Sachen fertig. Zwei. Sehr schön. Wunderbar. Käse und so läuft noch. Wir können alles bis 300 hustecken jetzt. Dann schicken wir auch gleich nochmal Käse los. Haben wir irgendeinen Schwächling hier zwischen? Ja, nehmen wir ihn da. Sehr schön. Erdbeeren können wir auch nochmal losschicken. Und mehr können wir eh nicht. Dann nehmen wir hier den da. Weil ist voll. Gut. Hauptsache die Forschung läuft. Ja, das sollte aber ohne größere Probleme klappen. Und denn hier brauchen wir eh wieder Events. Heute werden nur Süppchen verkauft. Den ganzen Tag. Mehr gibt's hier nicht. Süppchen können sie doch, glaube ich, überall machen. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Ja, ja, er kann Süppchen machen. Ja, wo man das noch keine Süppchen bestellt. Das kommt immer noch. Oh, jetzt kommen hier Süppchen. Und hier müssen auch Süppchen gemacht werden. Ja, sind auch voll dabei bei den Süppchen. Denn es ist heute mal Süppchentag und dann kloppt das schon. Wie oft kann man in einer halben Folge, halben Stunde das Wort Süppchen sagen? Ich weiß es nicht, aber es macht mir jetzt schon so gefühlt. Nimm mir im Suppe. Was ist besser? Suppe. Ich glaube, wir machen durch die Suppen Minus diese. Aber geht nicht anders. Wir brauchen das Geld. Das Geld nicht. Wir brauchen die Forschungspunkte. Die arbeiten ja zum Glück auch ohne Suppe weiter. Ich glaube nicht, dass wir die heute ganz zusammen kriegen. Aber mal gucken. Wahrscheinlich morgen. Wie gesagt, ein, zwei Tage sagte ich ja, der klappt halt schon. Und da hat der Game Horn schneller die Forschungspunkte als da. Haben wir alle losgesackt? Hier, guck, jetzt haben wir schon mehr Ausgaben. Jo, aber das war gut. Vielleicht kriegen wir es mal hin. Vielleicht nicht, vielleicht ja. Ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie viele Ausgaben wir haben. Läuft schon. Hauptsache, wir kriegen eine schöne, gemütliche Taverne auf die Beine. Mit Spiechen. Und dann früh am Tag. Die Leute sind noch nüchtern. Da kommt noch einiges rein. Ich will nicht, dass hier irgendjemand nüchtern die Kneipe verlässt. Aber das gibt's hier nicht. Nüchtern rein, betrunken raus. Aber natürlich nur, wenn sie bezahlen. Gut, es fühlt sich langsam, aber sicher. Dadurch ist natürlich auch die durchschnittliche Gästezahl gesunken. Es kommt wegen des Süppchen. Aber es lief schon. Toilette wird auch benutzt. Die sind auch fleißig dabei. Also ich muss sagen, ja gut, wir kommen langsam ins Endgame des Spiels. Ne? So ans Ende. Hat doch gut geklappt. Ich hätte aber auch am Anfang nie gedacht. Ich meine, das ist ein einfaches... Sagen wir mal so, das ist kein AA-Titel. Es ist ein Indie-Game, dafür aber ein sehr, sehr schönes und sehr viel vielseitiges, finde ich. Aber ich hätte trotzdem nie gedacht, dass man da so lange Spaß mit hat. Also das Spiel lohnt sich wirklich. Da kann man sich wirklich eine ganze Zeit lang mit beschäftigen. Es ist ein sehr schönes Spiel. Gut, jetzt wird es langsam voller, ganz, ganz langsam. Ich habe auch das Gefühl, immer wenn es nur Suppen gibt, trinken sie mehr. Und vielleicht täusche ich mich da. Ach so, da ist die Zahl da oben mit gemeint. Ja gut, das können wir hier, wenn der Land dicht ist, einmal machen. Dann müssen wir einmal die Preise runterdrehen, dann haben wir es. Ich denke mal, die kriegen wir wohl zusammen. Das wohl nicht ganz, aber es ist halt nur die Gesamtzahl. Und das mit den Suppen kriegen wir auch hin. Und wir haben hier noch einen Elite-Borgkeeper. Gut, sobald wir den haben, dann muss ich mal was googeln. Haben wir oben auf Etage 3 einen normalen oder auch einen Elite?
Wollen wir normalen, den Godfrey. Gut, Godfrey müssen wir dann leider feuern. Gene Onas. Aber ich will den schon später gene, den Elite-Brockkeeper haben. Tut mir leid, Godfrey. Aber du weißt ja, wie es ist. Man nimmt immer das Beste auf den Markt. Eigentlich nicht, aber das Spiel zwingt mich dazu. Für gar nichts, ich bin unschuldig. So, jetzt kommen wir zum Abendgeschäft. Jetzt wird's auch voller. Sehr, sehr, sehr schön. Jo, die sind fleißig dabei. Machen die Pause oder was? Gerade so. Pause gibt's hier nicht. Für Pausen gemacht bezahle ich euch nicht. Ah. Ja, so langsam wird's, so langsam wird's. Verärgerte Kunden haben wir auf jeden Fall nicht mehr. Die Idee mit der Tür hier war schon besser. Ja, das stimmt. Das wäre hier sonst echt ein bisschen weiter weg gewesen. So geht's doch deutlich schneller. So soll's aber auch sein. Warte mal, wir können ja auch mal zur Abwechslung selber durchlaufen, ne? Erscheinung verändern, verlassen. Irgendwo kommt man auch in die... Genau, so sieht er schon besser aus. Ne, Jungs? Ja, ich weiß, aber für euch gibt es leider nichts zu tun heute. Kann ich eigentlich auch die Treppe hochlaufen? Mal gucken. Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Nö. Oh doch, warte mal. Oh doch, kann ich. Sehr schön. Ich hing hier, ich hing an der Treppe fest. Oh, den gucken wir mal. Ja, sehr schön. Na ja, so werden die Vorhänge zumindest mal gewaschen. Okay. Okay, dann gucken wir jetzt mal ganz oben. Sehr schön. Schön arbeiten. Hier. Verzeihung, der Herr. Ah, gut, hier ist noch ein bisschen leer, aber wie gesagt, das kommt noch. Er ist fleißig dabei. Hier passt alles. Die Nonne ist mal wieder am Saufen. Ich weiß, wir können uns hier auch hinsetzen. Irgendwie sieht die Band hier das mal anders aus, habe ich das Gefühl. Was ist denn hier so ruhig, Mensch? Okay. Jo, zum normalen Modus. Ich wollte nur gut gehen. Ist eh gleich Feierabend hier, du. So, dann rauch mal raus, die Leute hier. Wir haben ihn geschlossen. Wie sieht's denn aus mit Forschung? Ja, das haben wir klar, das ist nicht ganz recht. Da zählt ja noch einiges, aber gut. Ich glaube, nächsten Tag werden wir es haben, oder? Ah, vielleicht nicht ganz. Das waren ja, glaube ich, 1500 insgesamt. Aber fast. Aber fast, sehr schön. Wir haben trotzdem noch 2616 gewinnt. Was will man mehr? Sehr schön, hat mir verärgerte Kunden? Nein. So wollen wir es. Der ist fertig mit Suppen. Sehr schön. Und hier, das haben wir auch. Wunderbar. Die haben wir schon mal. Dann haben wir ja nochmal Geld dazu. Und den haben wir auch fast. Das, den haben wir, glaube ich, sogar jetzt gleich. Hier. So, schmeißen wir raus, die Leute. Ich werde hier nur einmal ganz kurz Reuse ändern. Reduzieren. So, jetzt sollten wir es nämlich haben, ne? Ja. Sehr schön. So, den holen wir gleich. Ich will jetzt natürlich die Preise wieder, weil sonst haben wir hier viel zu viel, wieder erhöhen. So. Und bevor ich es hier sehe... Du hast bereits die maximale Anzahl an Barkeepern. Kaufe mehr Bars oder entlasse einen vorhandenen Barkeeper. Ja, Godfrey, es tut mir wirklich leid. Das Spiel zwingt mich dazu. Ich mache es nicht gerne. Aber du musst leider gehen. So sicher, dass du willst, dass dieser Mitarbeiter gefeuert wird. Du musst sein restliches Gehalt von 1,50 bezahlen. Naja. Ich habe ja keine andere Wahl. Wie gesagt, das Spiel zwingt mich dazu. So, der William kommt jetzt auf Etage 3. Oh, aber der William. Aber der ist bestimmt wieder da, wo er Lust und Laune hat. Den wollen wir mal kurz googeln. Siehst du mal? Das soll er ja nicht. Er soll mich nur auf Etage 3, aber er hat ja alles voll. Jo, das passt. Er zieht auch mehr Kunden an. Und auch wichtig, vergesse ich ja jedes Mal, macht das mal wieder an hier.
Sehr schön. So, sind wir bei 427 Gunden. Das ist doch schon sehr, sehr gut. Dann können wir gleich den nächsten Tosch starten. Die Forschung ist ja noch nicht fertig. Wunderbar. Mit einem neuen Barkeeper, der mal ein bisschen aus den Hufen kommt. Und dann haben wir hier noch so Schönes. Wenn der eine beliebige Forschung lüft. Nur, ich lasse erstmal weiterlaufen. Machen wir den am nächsten Tag. Das kommt sowieso irgendwann. Sorge dafür, dass das Personal zu 80% zufrieden ist. Ist da schon wieder jemand unzufrieden oder was? Ach ja. Die Maria, sie ist dienlich. Sonst noch jemanden ohne Fahrschein? Jo, die Caitlin. Immer diese mauligen Forscher. Der William nochmal. Der William ist immer noch unzufrieden. Jetzt aber. Jo. Wunderbar. Ja gut, aber ich denke mal, mit der Forschung bin ich jetzt zuversichtlich. Das wird schon hoffentlich klappen. Hier ist einiges fertig. Wunderbar. Ja gut, aber es ist passend. Wir können bis 300. Wir können also nochmal Kaiserlo schicken. Und nehmen wir mal die Schwächsten im Glied. Das ist er hier. So, Pelze können wir definitiv auch noch losschicken. Da hat er 60. Hier nehmen wir mal die beiden Schwächlinge hier. Sehr schön. Jo, wir können auch nochmal Bötchen logieren. Definitiv. Hier nehmen wir mal die zwei. Wunderbar. Und Nüsschen brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Wir brauchen aber auch Fisch, aber das kommt später, weil das schafft er eh nicht. Ich glaube, die schaffen nicht mal mehr das. Ah, 85% ist eine ziemlich geringe Chance, aber ich probiere es. So, das dürfte sowieso ein Minusgeschäft werden heute, aber das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Weil die Ausgaben sind heute mal wieder sehr, sehr hoch. Hauptsache, wir kriegen die Forschung erstmal wieder, das geht momentan vor. Ja, ich glaube, da wird noch eine Restpunkte nachbleiben. Aber wir kommen zu den Events so langsam. Viel fehlt ja eh nicht mehr, ne? Das ist eigentlich nur noch das bisschen hier. Ja, obwohl das hier dann auch brutal wird, du. Vor allem, da brauchen wir beide Sachen, ne? Das und das. Sehe ich gerade. Ja gut, wir werden es sehen, wir werden es sehen. Heute gibt es erstmal wieder alles auf der Karte. Wir brauchen den Schotter. Das muss hier schließlich weitergehen. Anders geht er nicht. Irgendwie ist das neu? Vielleicht täusche ich mich aber auch, aber irgendwie werden die auch immer älter, die hier sitzen, ne? Zumindest teilweise. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Oh, die Abenteurer sind zumindest alles unterwegs. Wir warten den jetzt erstmal bis zum Ordnungsgeschäft. Da kommen ja die dicke Moneten rein. Hier gibt es wieder legerliche Esen. Und da oben müsste jetzt mittlerweile auch mal ein Biesle hier in den Kisten haben von den extra Zufahrten. Naja, nicht allzu viel, aber ein Biesle hat er ja. Jo. Oh, das dauert, bis wir das alles ein bisschen voll haben. Ne? Auf jeden Fall haben wir keine verärgerten Kunden mehr. Das haben wir wieder im Griff. Sehr schön. Die Küche, die müssen wir eigentlich mal, aber nicht heute, wir müssen erstmal wieder Geld reinkriegen. Ein paar Fenster rein doch. Genau wie die hier Fenster brauchen. Ja, gut. Sieht aber so gut aus. Wenn das heute nicht klappen sollte, ist es definitiv nur noch ein Tag und den haben wir die Forschung fertig. Den kloppt dann schon. Auf die Gäste, denke ich mal, haben wir so mal zu alle rausgehen bei den Forschungspunkten, wenn ich mir da nächsten sehe. Aber da passt aber eine Menge rein, ne? Gab es früher im Mittelalter wirklich so riesen Tavernen? Ich glaube nicht, ne? Die meisten Tavernen hatten da höchstens ein bis zwei Zimmer und eine kleine Bar und das war's auch schon, ne? Aber so riesen Tavernen gab es, glaube ich, nicht. Aber gut, es ist ein Spiel, man sollte es nicht zu realistisch sehen. Das soll ja auch Spaß mehr rein, das ist das Wichtigste. Ich glaube, hier unten habe ich übertrieben viele Toiletten, aber vier reichen, glaube ich. Notfalls können wir die noch umbauen zur Forschungsabteilung.
Falls wir da wirklich mehr von brauchen sollten, was ich mir schon befürchte. Oder wir bauen oben noch welche, bauen Spielen hin später. Eins nach dem anderen. Jetzt kommt erstmal das schöne, gute Orbengeschäft. Ja gut, wir kommen ins Plus. Wir kommen tatsächlich ins Plus. Wer hätte es gedacht? Sehr schön. Die haben sich vorher ausgepowert. Das geht nur noch langsam. Ja, ein Tag ist es noch, aber den haben wir es definitiv. Den haben wir es definitiv. Geld kommt auf jeden Fall gut drin. Ich meine, wir machen nicht viel Gewinn zur Zeit. Das liegt halt an diesen extrem hohen Ausgaben, die wir zur Zeit haben. Aber noch höher kann ich die Preise leider nicht erhöhen. Sonst hier geht unsere durchschnittliche Gästezahl zu weit runter. Aber solange wir Gewinn machen, gehen wir ja nicht pleite. Das hält sich also alles in Grenzen. Es geht. Unser Ansehen kriegen wir auch noch höher. Das ist gar kein Problem. Ja, also Gewinn machen wir. Wie ich ja meinte. Es dürfte auch viele gehen. Wie gesagt, ja, es wird wahrscheinlich an den Forschungspunkten mangeln. Wenn die hier nämlich gleich alle gehen, dann haben wir größtenteils die Besucher, die wir brauchen, fertig. Aber vorher war es andersrum, ne? Da mangelt das eher ohne Besucher. Das wird auch wieder so kommen. Alter, was hier los ist, du? Okay. Da ist eine ganze Ecke. Jetzt hauen die Leute eh ab. Sehr schön. Oder zumindest die ersten. Ich mag die Musik einfach. Dafür keinen Weg dran vorbei. Ja. So, jetzt dürfen auch auf jeden Fall keine neuen mehr kommen. Jetzt hier sieht man auch die Forschung da schon hochlaufen. Ja. Gut, erforscht noch bis 0 Uhr, aber das wird nicht reichen. Aber nächsten Tag haben wir es. Definitiv. Jetzt ist hier, glaube ich, dicht im Gelände. Raus mit euch, aber Dolly will schlecht sehen, der Zapfhorn bleibt geschlossen. Und jetzt haut das auch hier hin. Sehr schön. So, alle raus, ihr seid hier nicht mehr geduldet, Bernd haut auch ab. Scheiße, wir wollen euch nicht mehr. Auf Wiedersehen, bis morgen. Ihr Trunkenbolde, schlaft euch aus, damit ihr wieder nüchtern reinkommt und passt mir rein. Sehr schön, immer noch 3.438, das kann man sich doch sehen lassen. Schon allein an Essen verkaufen wir mittlerweile extrem viel. Sehr schön, verärgerte Kunden hatten wir auch keine. So, bediene 600, das haben wir. Wunderbar. Wenn eine Beforschung sind wir boy, das haben wir ja auch. Sehr schön, sehr schön. Wir können eigentlich gleich den nächsten Tag starten. Allerdings möchte ich die Hauptgerichte anmachen. Und hier... Ja, wie ich mir dachte. Ah, da fehlen auch noch ein paar. Das haben wir aber definitiv am nächsten Tag. So, Hauptgerichte, das war hier, genau. Wir machen immer alles aus, bis auf die Hauptgerichte. Sehr schön. Damit wir das auch mitkriegen. Und starten gleich den nächsten Tag. Wunderbar. Ja, gut, jetzt gibt es auch noch die CSA. Beides machen können wir nicht. Das läuft ja immer noch. Das machen wir gerade. Ja, das können wir am Ende des Tages wieder machen. Sehr schön. Gibt es noch ein bisschen Geld, dann noch ein paar Wände. Wir haben eh alles Wichtige, ne? Bis auf den einen Elite-Koch vielleicht. Aber ansonsten haben wir alles Wichtige. Forschung werden wir schon zu Ende kriegen. Die Punkte auf jeden Fall. Die garantiert auch. Sehr schön. So, dann kümmern wir uns erstmal um die Jungs hier, ne? Case ist fertig. Wunderbar. Edwin, passt nicht mehr rein? What? Nee, nicht abbrechen. Echt, das sind 4 Erdbeeren zu viel. Wir kriegen 300. Rein, ne? Möchtest du die maximal erhalten? 52, ja, oh gut, ja gut. Schmolz weg, dann haben wir da zumindest voll. So, Case post auf jeden Fall noch. Jo, da wird auch noch eine Ladung posten. Denn wer ist hier der Schwächste im Gelät? Edo, dann kommen wir mal los. Viel mehr können wir eh nicht losschicken. Erdbeeren brauche ich nicht mehr losschicken. Pilze haben wir noch unterwegs. Ah, gut. Pilze dürfen wir was wegschmeißen, aber... Schiedruf. Hauptsache, wir kriegen sie auf 300. Sieht einfach besser aus. Umschicken wir die 2 mehr, können wir eh nicht losschicken. So, und wer? Die Madeline geht aus Stufe 10.
und hat dazu gekriegt, die Stimmung sind jeden Tag 20% langsamer. Was macht Medelinde? Essen, Reinigung hauptsächlich. Gut, Treppensteigen ist nicht so wichtig, weil wir für jede eigene Etage haben. Dann nehmen wir mal hier Geschwindigkeit nicht tragend. Das ist sehr schön. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch so Hauskram gedacht, dass es wahrscheinlich die über ein oder zwei Etagen schon laufen zu lassen. Damit man nicht so viele Angestellte braucht, aber solange wir Gewinn machen, alles in bester Ordnung. Geht doch ohne Probleme. Ja, die Forschungsrunde haben wir fertig, sehr schön. Die Gäste kriegen wir heute auch. Die nächste Forschung wird die Treppe. Und nach der Treppe machen wir dann erstmal Dieter und dann machen wir den aber auch nochmal, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. An die Spiele zu kommen ist gar nicht so einfach. Gut, aktuell haben wir natürlich ein paar Ausgaben, aber ich glaube, das kriegen wir wieder drin. Ich bin dann zuversichtlich, wir haben die letzten paar Monate jedes Mal Gewinn gemacht. Wird schon hinhauen, danach kommen dann auch mal wieder Events. Jo, verärgerte Kunden hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Das wird schon klappen. Alles kein Problem. Ich denke auch mal, warte mal, ich will mal was gut gehen, weil wir kriegen die Forschung definitiv fertig. Wir brauchen dafür gelbe und lila, ne? Ich kann das Event schon mal planen, ne? Weil das wäre dann am nächsten Tag. Den können wir noch nicht machen. Die kriegen wir auch gar nicht rein, die Gäste, oder? Boah, ich glaube, wir sind bei 288, aber wir haben die Prestige noch nicht und das Essen auch nicht. Wir werden erstmal den da machen. Wenn wir den zwei, drei Mal machen, wir brauchen ja eh mehrere lila, ne? Gibt auch sehr gut Geld. Also, wir werden Brinz den Besuch machen am nächsten Tag. Sehr schön. Und den wird schon hinhauen. Da kommt die 89, die noch fehlen. Dort kriegen wir hin. Kinderspiel. Warum die Schäfer auch nicht angefangen? Und die strömen hier hoch wie die Irren. Es gibt nur, habe ich auch gemacht, ne? Nur Hauptgerichte, jo. Ja, mehr von euch kann ich leider nicht schicken. Das geht nicht. Wir verbrauchen leider hier ein paar Kokosnüsschen gleich. Kokosnüsschen haben wir gar nicht im Nachschub drin. Naja, das wird schon kommen. Ich versuche das hier halt alles voll zu kriegen, damit ich das später auch im normalen Betrieb mitverkaufen kann. Ich glaube, den machen wir richtig cool. Aber ob sich das lohnt? Abwarten. Wir müssen es ja auch irgendwie hochskillen. Und das geht halt nicht nur durch die Events. Dafür machen wir viel zu wenig Events. Auf jeden Fall lüft alle. Wir können nach oben haken. Guck hin. Sehr schön. Oh, da rennen wir nochmal auf den Port. Die Hotelzimmer sind ja auch immer voll belegt. Hier sitzen einige. Der brutzelt. Hier sitzen auch so einige. Und unsere Gesamtzahl ist 228. Na. Wir hätten die 214 nicht reingekriegt. Gut. Manchmal könnte hier noch so ein bisschen, ne? Die haben ja so ganz so Zwischen. Ich kann ja mal gucken. So kleine Tischchen. Sünde. Da müssten Bänke oder Stühle vor. Ob das passt? Ich meine, die kommen hier durch. Kommen ja eh hier rein, hier so vorbei. Könnte. Na gut, dann müssen wir noch einen Stuhl hin, ne? So könnte man aber hinstellen. Wenn ich denn hier noch einen nebenstellen würde. Na gut, die kommen hier vorbei, sieht ein bisschen komisch aus, aber das hier muss auch frei bleiben. Oh, aber hier müssten wir dann definitiv. Gut, die Polstermöbel haben wir ja noch nicht. Wir stellen die davor. Ist toll, jetzt teuer, jetzt machen wir definitiv Minus, aber dafür geht die Prestige hoch. So. Naja, jetzt auf jeden Fall. Aber jetzt wär's denn auch 236. Gut. Aber wir kriegen's hin, wir kriegen's hin. Wobei, gummen sie noch. Man könnte hier noch einen ranquetschen, vielleicht einen Einertisch oder so, dass wir genau auf 240 kommen. Wir können natürlich auch hier noch was in die Ecke quetschen. Aber oben will ich eigentlich keine Tische haben. Da sollen eigentlich nur die Spüle hin. Die Spüle, nicht die Spüle. Spiele. Jo, da haben wir gleich. Sehr schön. Setzen Sie auch gleich welche hin. Sehr schön. Wunderbar. Die wird hier gleich die Treppe, damit wir schon mal ein paar gelbe mitnehmen können und Forschungspunkte sammeln können. Den Post hast du auch bestens mit dem Event.
Bestens. So, da sind wir fertig. Ja gut, das machen wir, sobald hier dicht ist. Dann haben wir auch, sobald hier dicht ist. Dann passt das doch. Aber runter. Jo, hingesetzt haben sie sich gleich. Prestige reicht immer noch nicht so ganz. Wir sind bei 29.365. Und wir bräuchten rein theoretisch, ich will es ja jetzt nicht machen, weil es noch nicht reinpassen. Wir haben das Essen ja auch noch nicht. 30.000. Gut, aber das lässt sich alles einrichten. Das ist alles kein Problem. So Leute, jetzt raus mit euch. Aber Dolly. Wir schließen gleich. Ja, gut, dann zählt er mir schon mal ein paar dazu. Und Forschungspunkte sammelt er so auch schon. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wiener 36 bei, ich war da rund auch höher dringend. Preise geht, denke ich, nicht. Wir machen uns erst ein Berinzen gemalt, das gibt zumindest gut Schotter. Ich glaube nicht, dass wir heute Gewinn machen. Mama, heute nicht. Wegen den hohen Ausgaben. Wir haben ja teuer gebaut. Das waren nur zwei Tische und vier Bänke. Aber die kosten halbes Vermögen. So, die Bude ist dicht. Sehr schön. Dann raus. Alle Mann raus hier. Hier wird jetzt keiner mehr geduldet. Wir haben geschlossen, ja? Ja gut, ein bisschen ist übergeblieben, aber ach, da lässt sich drauf scheißen. Da ist Luft. Sehr schön. Naja, 1250 geht hier. Durch die Käufe da, 5000. Sonst hätten wir guten Gewinn gemacht. Verärgert war keiner. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Erstmal haben wir das. Dadurch gibt es auch Geld. Dann haben wir definitiv wieder Gewinn. Das haben wir gleich, indem wir einmal kurz die Preise. Guck mal, wenn ich sie mich jetzt erhöhen würde, wären wir bei 198. Das ist zu wenig. Wir machen einmal so, damit wir das hier abholen können. Sehr schön. Und dann machen wir dann am nächsten Tag mit den DCS. Wir müssen aber allerdings die Preise selbstverständlich wieder erhöhen. So, damit wir mehr verdienen. Hier dürfen wir nicht viel gehen. Jetzt werden nur die CS verkauft. Wo sind die da, ne? Dann machen wir die mal wieder aus. So, yo, ich weiß nichts auf der Spoilerkarte. Es soll ja auch nur dies wohl. Wir haben das Event, ne? Ach, mach alles an. Mach alles an. Warte mal, was essen die denn da beim Event? Dieses komische Kokosnusspudding. Das ist doch ein Dessert. Die essen eh nur das. Dort, den da. Den Kokosnusspudding. Ja, gut, ja, den haben wir das ja sowieso. Den können wir uns ja so lassen, wie wir wollen. Die Speisekarte brauchen wir da nichts ändern. Glaube ich, zumindest. Ja, ja, müsste gehen. Ja, das klappt, das klappt. Dann haben wir eine neue Wandtextur. Wir haben inzwischen, glaube ich, auch Blues gemacht. Ja, gerade ebenso, aber es läuft doch. Und die Forschung, ein paar Punkte haben wir ja schon gesammelt. Da kommt ja gleich ein ganzer Schwung. Ein lilaner, aber das kriegen wir schon hin. Wir sind für heute erstmal am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's hier selbstverständlich weiter. Bye, bye.